50 und klack und weg. So, wollte ich euch mal meine Hütte zeigen oder unsere Hütte mit unserem Steg und unserem Boot für unsere Aussicht. Das ist ein Robert. So, das ist unsere Hütte von außen. Gehen wir mal rein mit euch. Wir haben unsere Terrasse. Wir sind gerade angekommen. Getränke. Angelköder sind wir hier noch links in der Küche. Kühlschrank. Getränke drin. Obere Etage, Betten zum Schlafen oder unser Lagerplatz, eigentlich als Wohnstube gedacht. Ja, hier hinten haben wir noch einen Arbeitsraum, Kühltaschen laufen, Getränke drin. Ja, mein Schlafzimmer. Reicht zu, ist warm. Ja, hier werden wir uns die nächsten 14 Tage aufhalten. Ah! Oh. Entschuldigung! Robert macht was gegen die Mücken. Habe ich ihm beigebracht. Hm. Immer was kann der Junge. Ja. Das gehört alles noch zu uns. Alles unser Grundstück. Nächster Nachbar ist in die Richtung 70 Meter hinter einem Felsen. Hinter mir 500 Meter. Und in die Richtung, wo unsere wunderschöne Toilette ist, ist so ungefähr 200 Meter. Haben wir den ersten Fisch? Wir haben glaube ich den ersten Fisch. Nach genau 2 Minuten schleppen. Der war super auf 8,5 Meter ungefähr. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Also wenn jetzt hier wirklich Fisch drin ist. Ja, ich merke auch wieder Schlagen. Ja, definitiv Fisch. Definitiv Fisch. So Hase, hast du jetzt gerade den ersten finnischen Hecht gefangen? Jawohl, der erste selbstgeschleppte Hecht, wir wissen, am Seitenwerder auf den knallorange-gelbenen Real Eel. Jawohl! Was hat denn der? Ungefähr meine Penislänge. Okay, also 15. Echt? Weißt du nicht, was mit der könnte an die 70 haben, oder? Petri, wir müssen mal. Petri. Petri! Jawohl! 73! Sehr schön! Und dann? So, hier haben wir unseren Robert mit seinem 88er Hecht, der erste in diesem Urlaub. Geschleppt. Was ein Teil! Wahnsinn! Petri!
So, der Kaufmann. 97. 2.45 Uhr gefangen. Fett, fett ist er. Zeig mir mal den Kopf, zeig mir mal. Komm, das Maul hier. Jawohl. Auf Wobbler Finnland. Ja. Geiler Fisch, der darf zurück, der hat genug Stress gehabt. Segel. 4.08 Uhr Hecht. 4.08 Uhr Hecht. 4 Uhr irgendwas. Das ist 4.29 Uhr, also... Andersseits bei der Rute. Ja. Ja. So, jetzt darf der Gute zurück. Danke dir, mein Guter, danke dir. Petrus. Schönes Leben. Lingus. Und schick deine Mutti. Oder die Oma. Ja, oder die Uroma. Und fett. Alle fett. Ja, fett, ja. Die fressen gerade, guck mal ja, hier. Ja, extrem, der extremst fett. Wirklich fett. Das haben die sich bei mir abgeguckt. Jawohl. Petrus. Derjenigen 84er? 84er, echt, jawohl. Auf was gefangen? Auf den 37 cm Savage Gear vor dem Pack. Natürlich, der ist es. Ja, kennt man es, aber das ist eine Flunder. Ja. Und schön die Hand verletzt hast du dir. Und echt blutet, glaube ich, auch. Wunderschöne 95 cm reine Kampfkraft. Aus dem Flachwasser in 3 Meter Tiefe. Jawohl. Der Gute darf wieder zurück. Was ein schöner Fisch. Guck ihn dir an. Was? Just finish it! Jawohl, das passende T-Shirt dazu. Sehr schöner Fisch. Ich freue mich wahnsinnig für dich, Robert. Danke, Schnicker. Und er darf natürlich wohlbehalten zurück. Dem geht's bestens. Super gehakt, ganz vorn.